Die Kombilösung soll zur Kunst- und Kulturmeile werden. Anton Golls Idee ist ein Projekt der Nachhaltigkeit für Generationen. Ein Projekt umgesetzt von Markus Lüppertz, Karlsruher Künstler mit weltweiter Anerkennung. Einsteigen in die U-Strap und 7 neue Stationen als Kunstgalerie kennenlernen. Die Fahrgäste erfahren im wahrsten Sinne des Wortes Kunst. Die 7 Tage des Herrn. Genesis. Ein Kunstprojekt, das Geschichte schreiben wird. Ein Lebenswerk von Markus Lüppertz. Na, erstmal bietet das Projekt Karlsruhe an. Und es gibt ja auch andere Überlegungen der Gestaltung der U-Bahnhöfe. Darüber hinaus bin ich Wahl-Karlsruher. Ich habe lange hier gearbeitet. Und meine Familie lebt hier, mein Familienhaus ist hier, meine Kinder sind hier groß geworden. Sozusagen bin ich Ur-Karlsruher, wenn man so will. Und die Beziehung zu einer Art Heimatstadt dadurch zu festigen, dass man etwas Kulturelles und hoffe ich doch sehr Großartiges leistet, ist doch naheliegend und schön, nicht? Dass man sich also in irgendeiner Weise in einer Stadt, die ich sehr gerne oder in der ich sehr gerne gelebt habe und lebe, in irgendeiner Weise sich auch dankbar erzeigt. Die Thematik, die auf Anhieb und sofort in meinem Plan eine Rolle spielt, ist eben die Genesis im weitesten Sinne. Die verschiedenen Rhythmen der Tage und die verschiedene Bedeutung der Tage ermöglichen ein reichhaltiges und vielfältiges Vokabular an Veranstaltung. Ich will das jetzt gar nicht präzisieren. Ich will nur darauf hinweisen, dass dieser Zusammenhang zwischen diesen Stationen durch eine klar formulierte Thematik mit aller Freiheit, die zu der Kunst, die ich mache, gehört, möglich ist. Deutschlandweit erhält die Karlsruher Kombilösung zusätzliche Aufmerksamkeit. Und regional wie lokal wandelt sich die Langzeitbaustelle zum künstlerisch attraktivsten Bahnprojekt mit gewaltiger touristischer Sogwirkung. Es ist was Großartiges, was Einmaliges. Historisch hat Karlsruhe schon allein durch diesen Verkehrsverbund und durch diese spezielle Technik im Nahverkehrswesen Weltgeltung erreicht. Und hier hatte es zwar eine relativ kleine U-Bahn, aber durch das Werk Genesis wird die weltweit einzigartig. Es gibt auf der ganzen Welt kein geschlossenes U-Bahn-System, das ein Künstler gestaltet hat mit einem einzigen Thema, die Genesis. Eine Kunstgalerie, die 365 Tage im Jahr fast rund um die Uhr geöffnet sein wird. Verteilt auf alle Haltestellen entsteht so ein völlig neuer Bezug. Eine Dreiecksbeziehung zwischen Verkehrsinfrastruktur, Fahrgästen und Kunst. Karlsruhe ist eine junge Stadt, aber Karlsruhe ist außergewöhnlich kunst- und kulturreich. Das heißt, auch diese junge Stadt ist kunsterfahren, hat das gleiche künstlerische und kulturelle Niveau wie die Landeshauptstadt bei halber Einwohnerzahl, also eine viel dichtere Kultur- und Kunstszene. Es ist auch eine Sache für die Weltreligionen. Alle 3 monotheistischen Religionen haben das Thema Genesis in ihrer Basis. Und das ist ein Zeichen des Friedens für das Miteinander der Kulturen. Und das passt für das liberale Baden und für die Ökumene hier in Karlsruhe, setzt dieses Zeichen. Und man kann somit auch den Glauben erfahren. Genesis, die 7 Tage des Herrn.